Leute, jetzt sind wir beim Florian Churan von der Firma New Wave. Grüß dich. Servus. Hi. Hi. Um mal wieder, wie immer, erquickend mit dir zu reden, weil es auch Spaß macht. Ordentlich. Du hast unheimlich viele Plexus-Systeme dieses Jahr gemacht, die wir sogar filmen durften. Ordentlich. Also du erinnerst dich in Münster. Genau, beim Thomas. Beim Uwe. Und ich weiß, der ein, Kiel, oder, stimmt, ja. Genau, der ein oder andere wartet jetzt auf sein Aquarium noch. Also das ist scheinbar ein Trend. Aber du kannst nicht nur normale Systeme, sondern wir gucken jetzt, der Stand ist meistens immer ziemlich belagert. Du machst da Sonderformen für zum Beispiel den Handel, du machst da Sachen für Hotels, für Rezeptionen. Also du gibst einfach neue Impulse, glaube ich, das freut mich, was man so machen kann. Ja, ich meine, natürlich muss man auf einer Messe ja auch zeigen, was man kann. Und wir haben ja immer schon gesagt, dass wir uns eigentlich in keine Richtung limitieren wollen. Ne? Ja. Sprich, vom kleinen Lagunenbecken hin bis zu besonderen Formen, extravaganten Konzepten mit Schrankmöbel, ja. Ist natürlich so, umso komplizierter, umso herausfordernder, umso spannender ist das auch. Machst du das, ja. Und ja, ich meine, das zeigt sich ja auch da wieder. Ich glaube, wir haben ja mal vor ein paar Jahren auch so einen Trend irgendwie mit den Drop-Off-Becken gesetzt. Ja. Und ich sag mal, so eine Art von Aquarien sieht man eher Zoo-Tierparks schon mal, ne? wo du die Sandbewohner beobachtest, so Flunderbecken etc., dass man wirklich von oben reingucken kann, wie durch so eine Taucherbrille. Und wir uns ja auch hier, ich glaube, mit dem Besatz hier auch noch mal ein bisschen... Ja, du hast es auf eine ganz coole Art gemacht, eigentlich total außergewöhnlich. Ne? Du hast ein paar Anemonen, du hast zwei, drei Gruppen von Fischen drin, die genau, da auch wirklich hervorragend reinpassen. Cassiopeia, also Mangrovenquallen, das sollte eigentlich wirklich ein Querschnitt eines Biotopes sein. Also ja. Wenn einer schon mal den Kopf unter Wasser gesteckt hat, dann wird er bestätigen, dass das ein sehr, sehr natürliches Biotop ja. Becken ist. Ja. Wie hast du das mit der Technik gelöst? Ist das dahinter oder unten drunter? Unten drunter. Also wir haben hier einmal, ich sag mal, die Beleuchtung. Also der Wasserstand, der wird sich hier ungefähr oberhalb einpendeln. Wir haben hier eigentlich eine Beleuchtung, zwei LED-Balken drin. Ich meine, das ist jetzt auch ein Besatz, wo nicht viel... Ja, brauchst du ja auch genau. Die kann ich auch wieder entnehmen, sodass ich eigentlich auch doch relativ entspannt noch auch an die Front und an die Deckplatte komme. Ja. Das heißt, die kann ich dann rausnehmen und habe dann Möglichkeiten, das Becken tatsächlich auch langfristig zu betreiben. Zu betreuen. Hier in der Mitte haben wir einen Kabelschacht, wo die ganze Elektrik durchgeht. Und die Filtration ist tatsächlich hier drunter, hinter der Theke. Können wir gleich mal vorbei oder wegschieben. Ja, du musst nicht alles umbauen. Nö, das ist auf Rädern, also auf Rollen. Also ich denke mal, das ist jetzt schon so speziell, wiederum völlig außergewöhnlich, dass das wirklich, das ist wahrscheinlich nichts für jemanden zu Hause, vielleicht doch, vielleicht irre ich mich auch, aber es ist auf jeden Fall ein Eyecatcher in so einer Firmengruppe, wenn du reinkommst. Genau, Empfangstresen, ne? Ein Rezeptionstresen, gerade auch in einer Bar kann ich mir das so gut vorstellen. Ich meine, in Amerika habe ich sowas auch schon mal gesehen, sowas ähnliches, ne? Ja. Aber doch, tatsächlich. Ich meine, war gestern tatsächlich auch jemand da, der sagt, er würde es gerne als Korallenverkaufsbecken sehen, ne? Weil man tatsächlich sonst von da oben natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Koralle hat. Sonst guckst du ja immer mit diesen Viewboxen und als Verkaufsender kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich meine, das ist ja auch, das soll ja auch nur ein bisschen anregen, ne? Vielleicht auch provozieren. Ja, ich glaube, das macht dich ja auch. Du bist ja für alle Schandtaten bereit, was der Provokateur, Formen und Gestaltungen angeht. Ne? Also ich finde es klasse. Ja, ja, ich meine, da kann man natürlich dann auch, was wir ja noch zeigen wollten, dass wir ja nicht nur immer das Aquarium machen, sondern halt eigentlich das komplette Konzept mit einem schönen Möbel, weil ich finde, ein tolles Aquarium auf einem scheiß Möbel wird irgendwie... Macht eigentlich alles kaputt. Macht alles kaputt und umgekehrt auch. Und deshalb auch, ich sag mal, die Theke, die wir jetzt dahinter gebaut haben, das sind natürlich dann auch Materialien, die man dann mal benutzen darf, dieses Korean, wo man sagt, das ist natürlich... Macht ja auch richtig Spaß, ne? Wenn man das Außergewöhnliches macht. Ja, auf jeden macht. Fall ein richtig geiler Eyecatcher. Also das ist ganz was anderes, was man sonst sieht. Und deswegen dann haben finde ich es richtig stark. Alles richtig gemacht. Dankeschön, freut mich. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns wahrscheinlich wieder auf der Maze. Spätestens. Ihr seid schon lange, ist euer Besuch überfällig. Stimmt. Wir müssen ja quatschen. Wir haben eventuell auch ein Ding zusammen vor, mal gucken. Und wollten auch mal bei ihm in der Halle vorbeischauen, was er so produziert. Die Voodoo-Boxen wollen wir uns angucken. Genau. Ja, genau. Also das machen wir auch, da habe ich schon richtig Bock drauf. Ich auch. Aber ihr glaubt es gar nicht,
er im Urlaub, wir im Urlaub, Interzoo, dies, das, ja. So ist das Leben. Das von Florian, von New Wave, von Robert und von der Claudia, ein Eyecatcher-Aquarium von der Interzoo. Also, danke. Macht's gut. Ciao.